Es ist wieder Freitag, es ist soweit. RSO Reisentalk vor unserem Auswärtsspiel in Kassel mit Hüsni Tahiri. Hallo Hüs. Hallo. Ja, Hüs, immer die erste Frage: Wie war die Trainingswoche? Wie jede Woche. Immer positiv. Ja, ich kann immer nur wieder das Gleiche wiederholen. Die Mannschaft ist intakt, die macht Spaß, die geben Vollgas, setzen vieles um, versuchen vieles umzusetzen. Und wie gesagt, das macht immer wieder Spaß. Und ja, so werden wir es weiterführen. Und ich hoffe, dass das auch in Zukunft so bleibt. Hat das erfolgreiche Heimspiel vom letzten Wochenende dazu geführt, dass ihr noch mit mehr Schwung reingegangen seid in die Trainingswoche? Vom Gefühl her. Ja, aber sonst Schwung haben wir auch die Wochen davor, wenn wir mal jetzt nicht gepunkt haben, haben wir den gleichen Schwung gehabt, also die gleiche Intensität. Das ist mir sowieso immer wichtig, das wissen die Jungs auch. Aber vom Gefühl her, vom Kopf her war es vielleicht klar angenehmer und fühlt sich auch besser an, dann in der Woche ja, mit so einem Sieg im Rücken zu arbeiten. Wie sieht es denn bei uns mit den verletzten oder ausfallenden Spielern aus? Gut, viele werden nicht ausfallen. Ertan Hazar ist ja bekannt. Dominik Volkmar ist jetzt wieder im Training eingestiegen, seit gestern. Er hat individuell trainiert, heute mit der Mannschaft mit trainiert. Kann mit Tape jetzt ohne Probleme spielen. Tim Kircher müssen wir gucken. Der hat heute nochmal eine Untersuchung. Wie gesagt, das hat er letzte Woche schon angesprochen. Dass, irgendwo, ja, wir wissen halt nicht, wo diese Schmerzen herkommen. Oder dieses Ziehen in ja, seinen hinteren Oberschenkel. Ansonsten sind alle an Bord, ja. Ja, bei Kevin Ibrahim war ja die Diagnose angerissenes Syndesmoseband. Richtig, ne? Kevin ist ja auch klar, habe ich jetzt vergessen, der fällt natürlich länger aus, ja. Und ja. Sind alle an Bord, ja. Und jetzt geht's nach Kassel, eine Mannschaft, die wir schon gefühlt dutzende Male gespielt haben. Ja, was kann man zu dem Gegner sagen? Gibt es irgendwelche neuen Erkenntnisse vor dieser Saison? Ja, ich habe als Spieler schon da gespielt und wir haben einmal da gewonnen im Pokal nach Elfmeterschießen, aber es wird mal Zeit. Also ich bin auch keiner, der den Mund zu voll nimmt, aber irgendwann muss man diesen Fluch mal beenden. Und das wollen wir jetzt schaffen, das ist unser Ziel, das wollen wir schaffen. Dafür fahren wir hin, um zu gewinnen, so wie wir jedes Spiel auch angehen. Ja, Kassel ist eine Mannschaft, die gegen den Ball halt, ja, brutal ist. Ja, die sind im 1 gegen 1, im Zweikampfduellen. Auf erste, zweite Bälle sind sie gut. Darüber hinaus kommen sie dann ins Spiel und darüber hinaus haben sie auch eine super Qualität in ihren Reihen. Ja, und ohne jetzt zu viel über einzelne Spieler zu sprechen, die haben schon den einen oder anderen Spieler, der echt gut ist, auch im Offensivbereich. Wir haben jetzt noch viel Erfahrung dazu bekommen mit den Rupp. Und ja, ich meine, wir stellen uns darauf ein, wir wissen das, ja, dass das ein heißer Tanz wird. Dass es harte Zweikämpfe geben wird, harte 1-gegen-1-Duelle, wo du dich behaupten musst. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir auch in unser Spiel kommen, werden auch unsere Chancen herausspielen und hoffentlich dann effektiver auch dann nutzen, wie als zuletzt. Ja. Du warst nach dem holprigen Saisonstart immer zuversichtlich. Dann haben wir 7 Punkte in den letzten 4 Spielen geholt. Wie sieht's da aus für die nächsten Wochen? Wie erwartest du so die Richtung, in die es gehen wird für unseren TSV? Ja, schwer zu sagen. In Zukunft zu blicken ist immer schwierig. Ich bin halt eher der Typ, der immer von Spiel zu Spiel denkt. Natürlich sind wir alle irgendwo, ja, was heißt enttäuscht gewesen, dass wir zu wenig Punkte haben. Aber ja, wir sind immer positiv geblieben. Wir sind bei uns geblieben. Wir arbeiten weiterhin und glauben auch an diese Punkte. Und die haben wir zuletzt auch geholt. Wir hatten dann einen Ausrutscher in Stuttgarter Kickers, was immer passieren kann. Das ist menschlich. Aber das haben wir schon längst hinter uns gelassen und haben danach auch eine kleine Serie gestartet und wollen jetzt diese Serie weiter fortführen. Ja. Und auswärts sind wir jetzt auch nicht so schlecht. Am Ende des Tages ist es egal, auf welchem Platz du spielst. Ja. Jeder Platz ist gleich und Ball ist rund, Tore sind eckig und wir wollen das runde Ding da reinkriegen und das ist unser Ziel am Samstag. Und hinten am besten die Null halten. Ja, das ist doch ein gutes Fazit für das Video. Morgen geht's mit dem Bus nach Kassel. Wir wünschen euch erstmal eine gute Anreise und dann viel Erfolg dort. Und ja, für den TSV möglichst die nächsten 3 Punkte. Danke. Ciao.